Jehovas Zeugen, Selbstdarstellung, Hintergrundinformationen und die Doppeldeutigkeit der Wachturmlehren. Der Vortrag ist keine Abrechnung und keine Anklage. Er soll informieren und richtigstellen, zugleich dabei warnen. Grundsätzlich, es geht nicht um die Personen, die an unsere Türen kommen, sondern um die Lehre der Wachturmorganisation. Die Ausführungen dienen zur Standortbestimmung, sowohl für Zeugen Jehovas als auch für Christen. Diese Darlegungen sind weitgehend mit Wachturmzitaten belegt und wir beginnen mit einer Selbstdarstellung der Wachturmorganisation aus dem Wachturm vom 1. Januar 1985. Jehovas Zeugen, das Volk Gottes der Endzeit. Wir lesen, eine tausendfache Mehrung, das erbat Moses für Israel, Jehovas heilige Nation. Jehova hatte dieser Nation Großes verheißen. Erfüllte er seine Verheißungen? Es heißt weiter, die Israeliten waren ein Volk für Gottes Namen gewesen. Und nun sammelte Gott wieder ein Volk für seinen Namen, die Christenversammlung, das geistige Israel, das ebenfalls für Jehova Zeugnis ablegen würde, indem es seine Königreichsvorsätze bekannt machen würde. Passenderweise kann man dieses Volk heute weltweit an dem Namen erkennen, den Jehova gemäß Jesaja 43, Vers 10 bis 12 selbst hervorgehoben hat, nämlich Jehovas Zeugen. Es heißt dann weiter in dem Abschnitt, wer gibt Zeugnis? Heute gibt dieses geeinte Volk Zeugnis bis zum entferntesten Teil der Erde. Es ist das Volk, von dem der Apostel Petrus sprach, das Volk für Gottes Namen, das für Jehova und sein messianisches Königreich Zeugnis ablegt. Diese Einheit wird in allen Wachturmschriften stark überbetont. Sie ist bedingt durch Einheitslehre. Es darf nichts anderes gedacht werden, als es die Wachturmdoktrin erlaubt. Wer etwas anderes verkündet, lehrt, glaubt, wird letztlich exkommuniziert. Der Wachturm vom 1. Januar 1985 preist denn auch diese Einheit mit folgenden Worten. Diese Einheit der Organisation hat jetzt in den letzten Tagen ihre wunderbarste Ausdrucksform erreicht, denn sie steht im scharfen Gegensatz zur gespaltenen Welt Satans, in der Hass und Gesetzlosigkeit vorherrschen. Und nun folgt unübersehbar die Standortbestimmung der Wachturmorganisation. Das Wachturmbuch, du kannst für immer im Paradies auf Erden leben, Seite 209, schreibt, somit ist Satans Welt die organisierte menschliche Gesellschaft, die außerhalb der sichtbaren Organisation Gottes existiert. Von dieser Welt müssen wir uns getrennt halten. Damit sind alle nicht Zeugen Satans Organisation. Der Psychologe spricht hierin vom Aufrichten eines Feindbildes. Diese sichtbare Wachturmorganisation nennt sich die Neue Weltgesellschaft. Sie ist ein Staat im Staat. Dieses Selbstverständnis kommt in dem Kommentar Wachturm 1956 Seite 484 Absatz 1 klar zum Ausdruck. Es heißt dort, es ist heute gebieterische Pflicht, dass jene, die in der neuen Welt der Gerechtigkeit zu leben wünschen, mit der neuen Weltgesellschaft Schritt halten müssen. Warum? Man staune.
weil sie nun bald alle ihre Glieder durch die größte Drangsal den Krieg von Harmagedon sicher hindurchbringen und sie in eine neue heile Welt führen wird, die Gott schafft und in der sich die Menschheit des ewigen Friedens, der Wohlfahrt und des Glücks erfreut. Wie hoch sich die Wachturmorganisation einschätzt, ist hierin deutlich geworden. Diese Selbsteinschätzung grenzt an Gotteslästerung, wenn man den folgenden Kommentar aus dem Wachturm vom 1. Januar 1982, Seite 27, Absatz 14 liest. Die Verwalterklasse, das ist die 16- bis 18-köpfige Wachturmführung, hat sich als würdig erwiesen, den königlichen Schlüssel des Hauses Davids zu übernehmen. Sie ist wach geblieben, um die irdischen Interessen des messianischen Königreiches, das durch das Haus Davids dargestellt wurde, zu wahren. Sie verschließt die Tür vor allen ausgeschlossenen Abtrünnigen und all denjenigen, die sich in der Absicht einzuschleichen versuchen, Jehovas Zeugen zu verderben, nach Offenbarung 3, Vers 7. Die Wachturmliteratur bestätigt dann auch ihren Status im Wachturmbuch Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben, Seite 165, Absatz 21, wie folgt. Wer die Tätigkeit auf der paradiesischen Erde überwachen wird und leiten? Alle Gesetze und Richtlinien werden von den neuen Himmeln kommen. Aber auf der Erde werden treue Männer eingesetzt, die dafür sorgen werden, dass diese Gesetze und Richtlinien eingehalten werden. Da diese Männer besondere Vertreter des himmlischen Königreiches sein werden, werden sie in der Bibel Fürsten genannt, nach Jesaja 32, Vers 1 und 2 und Psalm 45, Vers 16, in Klammer 17. Schon heute werden in der Christenversammlung durch Gottes Heiligen Geist Männer eingesetzt, die sich der Tätigkeit der Versammlung annehmen und sie leiten. Für Jehovas Zeugen besteht heute kein Zweifel darüber, dass die Fürsten der neuen Erde aus den Reihen der Diener, Ältesten oder Dienstamtgehilfen der Wachturmorganisation gestellt werden. Diese Auffassung vertrat der jetzige Präsident der Wachturmgesellschaft, Frenz, schon 1946 bei einem Kongress der Zeugen Jehovas in Cleveland. Sein begeisternder Ausruf war, damals ist im Wachturmbuch Jehovas Zeugen Gottes Vorhaben, Seite 252 nachzulesen, lautete dann, würde sich dieser Kongress freuen, zu erfahren, dass sich heute Abend hier in unserer Mitte eine Anzahl Fürsten der neuen Erde befinden? Ein gewaltiger Applaus brach los. Man hatte damals wie schon 1925 die treuen Alten Abraham, Isaak und Jakob zumindest erwartet. Einen Moment lang war unklar, ob Frenz mit den Fürsten gar diese Männer der alten Zeit meinte. Dann aber erklärte er etwas umständlich das hebräische Wort Sar, Fürst, das Haupt einer Gruppe oder Schar. Diese Bezeichnung, so führte er aus, träfe eben für das Amt eines Dieners zu. Und davon war eine große Anzahl anwesend. Und damit waren die Diener bei den Zeugen Jehovas zu Fürsten ernannt. Dazu noch den Wachturm vom 1. April 1966, Seite 217, Absatz 26. Ein großer Höhepunkt der Freude kam für die Jonadab-Klasse und die anderen Schafe, jedoch im Jahre 1950, als auf dem Internationalen Kongress der Zeugen Jehovas im Yankee Stadium in New York am Samstagabend, den 5. August, anhand der Heiligen Schrift gezeigt wurde, dass geeignete Männer aus den Reihen der anderen Schafe, die jetzt eingesammelt werden,
die Aussicht haben, nach der Schlacht von Harmagedon mit den im Psalm 45, Vers 16, in Klammern 17, erwähnten Männern zu Fürsten auf der ganzen Erde eingesetzt zu werden. Nach Wachtum von 15. November 1950, Seite 350 und 1. Januar 1951, Seite 10 bis 12. In Anbetracht solch exzentrischer Selbstdarstellung haben Jehovas Zeugen immer wieder Probleme damit gehabt, sich den obrigkeitlichen Gewalten, den politischen Regierungen gegenüber entsprechend zu verhalten. Das 13. Kapitel des Römerbriefes, das die obrigkeitlichen Gewalten und ihre Stellung beschreibt, wurde einige Male in der Auslegung verändert, vom positiven Ja bis zu einem negativen Nein zur Obrigkeit. Das Nein zu obrigkeitlichen Gewalten während des Dritten Reiches hat viele vergebliche Opfer gefordert. Innerhalb von 50 Jahren bezog die Wachtumgesellschaft dreimal einen anderen Standpunkt zur obrigkeitlichen Gewalt. Jeder Präsident verkündete seine persönliche Meinung, sie war für Jehovas Zeugen absolut verbindlich. Russell, der erste Präsident, schreibt in seinem Buch Band 1, Studie 13, Ausgabe 1919, die obrigkeitlichen Gewalten sind die politischen Regierungen. Der zweite Präsident Rutherford schreibt 1929, neueste Erkenntnis von Brooklyn, die obrigkeitlichen Gewalten sind Jehova und Jesus Christus. Der dritte Präsident Nong 1962, das Licht wurde heller, im Wachturm 1963, Seite 14 Absatz 8 und Seite 15 Absatz 9 lesen wir, die obrigkeitlichen Gewalten sind doch die politischen Regierungen und man muss ihnen untertan sein, natürlich nur bedingt. Die obrigkeitlichen Gewalten waren nun nicht das einzige Kapitel in der Wachturmgesetzgebung, durch das Menschen oder Menschenleben in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da ist ein spektakuläres Thema und lautet, Organtransplantation ist Kannibalismus. Diesem Thema liegen die Wachtürme von 15.02.1968 und 15.06.1980 zugrunde. Im Wachturm 1968 hieß es, Jehova verbietet aufgrund des geschriebenen Wortes, sich das Leben durch Organtransplantation eines menschlichen Organs zu verlängern oder zu erhalten. 1980, 12 Jahre später, hieß es im Wachturm, die Bibel verbietet zwar ausdrücklich die Aufnahme von Blut, nicht aber die Aufnahme von menschlichem Gewebe. Das ist eine Sache, die jeder persönlich entscheiden muss mit seinem Gewissen. Wie viel Tränen werden vergossen worden sein, als das bekannt wurde? Wie viele Opfer umsonst? Es waren Kultopfer der Wachturmdoktrin. Eine solche Opferbereitschaft besteht auch heute noch bei der Bluttransfusion. Jehovas Zeugen müssen sich durch ihre Unterschrift auf einer vorgedruckten Karte der Wachturmgesellschaft verpflichten, auf eine Bluttransfusion zu verzichten. Dadurch entstehen ähnliche Kultopfer wie früher bei der Ablehnung der Organtransplantation. Das Gesetz Gottes lehrt allerdings ganz eindeutig, das Leben ist heilig, nicht die Blutsubstanz. Die Substanz ist Lebensträger und daher zu respektieren. Wer Blut vergießt, vernichtet Leben. Wer Leben vernichtet, für eine falsche Lehre opfert, vergießt Blut und übertritt damit das Gesetz Gottes. Genau das tut die Wachturmgesellschaft. Absolutismus.
Das Wort mutet nach Ideologie an. Was hat das mit der Wachturmorganisation zu tun? Sind Jehovas Zeugen gemäß ihrer Doktrin überhaupt als Christen anzusprechen? Oder? Zuvor ein Zitat von Professor Peter Beierhaus, Theologe in Tübingen, evangelikaler Bereich. Sein Buch Ideologien, Herausforderung an den Glauben. Er schreibt, pseudoreligiöse Ideologien verlangen von Menschen und von Gemeinschaften eine Loyalität, die allein dem lebendigen Gott zukommt. Sie entwickeln ihre eigenen Kultusobjekte, ihre eigenen Glaubensbekenntnisse, ihre eigenen Dogmen und ihre eigene Moral und ihre eigenen Formen von Kultus. Diese Erkenntnis ist das Spiegelbild der Wachturmorganisation. Das sollen einige Wachturm-Zitate bestätigen. Wachturm 1956, Seite 484, Absatz 1. Wir lesen. Es ist heute gebieterische Pflicht, dass jene, die in der neuen Welt der Gerechtigkeit zu leben wünschen, mit der neuen Weltgesellschaft Schritt halten müssen. Warum? Weil sie nun bald alle ihre Glieder durch die größte Drangsal, den Krieg von Harmageddon, sicher hindurchbringen und sie in eine neue, heile Welt führen wird, die Gott schafft und in der sich die Menschheit des ewigen Friedens und der Wohlfahrt und des Glücks erfreut. Ein weiteres Zitat, Wachturm 1956 vom 1.8., Seite 474, Absatz 11. Wir lesen. Daher ist der Wille des Sklaven der Wille Jehovas. Rebellion gegen den Sklaven ist Rebellion gegen Gott. Das Wachturmbuch zum Predigtdienst befähigt, Seite 156, schreibt, wenn wir Jehova und die Organisation seines Volkes lieben, werden wir nicht misstrauisch sein, sondern wir werden, wie die Bibel sagt, alles glauben, nämlich alles, was der Wachturm darreicht. Und abschließend das Generalpostulat der Wachturmorganisation, heute noch absolute Gültigkeit, vom Wachturm 15. Dezember 1981, Seite 22. Wir lesen. Personen, die den Glauben und die Glaubenslehren der Zeugen Jehovas vorsätzlich verwerfen und dadurch selbst zeigen, dass sie nicht von unserer Art sind, sollten passenderweise so betrachtet werden, wie jemand, dem wegen eines Unrechts die Gemeinschaft entzogen worden ist. Die Konsequenzen dieses unchristlichen und unbiblischen Postulats zeigen wir an späterer Stelle auf. Was geschieht hinter den Kulissen der geheimnisumwobenen leitenden Körperschaft? Jehovas Zeugen sind stolz auf ihre sogenannten biblisch-chronologischen Darlegungen. Sie operieren mit der Bibel wie mit einem Rechenbuch. Besonders der erste Präsident Russell spielte mit biblischen Daten und historischen Ereignissen wie ein Kind mit Bauklötzen. Dabei bediente er sich nachweislich fremder, bereits ausrangierter Hypothesen. Die Zeugen Jehovas glauben heute noch, dass Russell das Jahr 1914 errechnet hätte. Die sogenannten sieben Zeiten der Nationen, die für Jehovas Zeugen das A und O ihres Glaubens sind, stammt von Aquila Braun. Er hatte diese Hypothese schon 40 Jahre vor Russell entworfen. Russell übernahm sie dann später von seinem Mitverleger Babur. Wir wollen an dieser Stelle eine der bekanntesten Wachturmprophezeiungen nicht unterschlagen. Wir wollen sie nicht übergehen. Es ist die geschickt arrangierte
zweigleisige Hypothese, 1975 sind 6000 Jahre Menschheitsgeschichte zu Ende. Man hatte damals Harmagedon hochgespielt, man hat geradezu Erwartungen erzeugt. Jehovas Zeugen hören es heute nicht gern, teilweise bestreiten sie es sogar. Wir lesen dazu einen Kommentar aus dem Wachturm vom 15. November 1968, Seite 691. Der Absatz 30 soll deutlich machen, dass man Harmagedon um 1975 erwartet hätte, um 1975. Etwa Wochen und Monate mit Verzug, aber keinesfalls Jahre. Wir lesen den Absatz. Adam gegen Ende des sechsten Tages erschaffen. Der Abschnitt schreibt, sollten wir aufgrund dieses Studiums annehmen, dass im Herbst 1975 die Schlacht von Harmagedon vorüber sein und die lang ersehnte 1000-Jahr-Herrschaft Christi beginnen wird? Vielleicht. Wir wollen aber abwarten und sehen, inwieweit die siebente 1000-Jahr-Periode der Menschheitsgeschichte mit der sabbatähnlichen 1000-Jahr-Herrschaft Christi zusammenfällt. Wenn diese beiden Perioden im gleichen Kalenderjahr begonnen haben und im gleichen Kalenderjahr enden, dann ist dies kein reiner Zufall, sondern entspricht Jehovas liebenden und zeitgemäßem Vorhaben. Gestützt auf unsere Chronologie, die zwar ziemlich genau, zugegebenermaßen aber nicht unfehlbar ist, wissen wir bestens, dass im Herbst des Jahres 1975 der Mensch 6000 Jahre auf der Erde ist. Das heißt nicht unbedingt, dass die ersten 6000 Jahre von Jehovas siebendem Schöpfungstag im Jahre 1975 enden. Warum nicht? Weil Adam nach seiner Erschaffung noch einige Zeit am sechsten Tag lebte. Diese unbekannte Zeitspanne müsste man von Adams 930 Jahren abrechnen, um festzustellen, wann der sechste Tag oder die sechste 7000-Jahr-Periode endete und wie lange Adam am siebten Tag lebte. Der sechste Schöpfungstag kann jedoch im Verlauf desselben Kalenderjahres des gregorianischen Kalenders geendet haben, in dem Adam erschaffen wurde. Der Unterschied mag höchstens einige Wochen oder Monate, keinesfalls aber Jahre ausmachen. Hinzu noch ein Kommentar vom Königreichsdienst April 68. Eine Zeile sagt dort, nur noch 90 Monate bis 1975. Wie war die Reaktionen und wie waren die Reaktionen in diesen Jahren von 1967 bis 1975? Vermehrte Tätigkeit, Zuwachs an Täuflingen und Verkündigern. Das Werk ging voran. Alle Formulierungen zielten geschickt darauf hin, anzunehmen, dass 1975 das Ende käme. Die Wachturmgesellschaft hört es nicht gern. Viele Zeugen Jehovas bestreiten es, weil sie die Literatur nicht genügend studierten. Wir haben genügend Wachturmzitate, die deutlich zeigen, der falsche Prophet hat sich verkalkuliert. Man hätte die Angelegenheit gerne unter den Tisch fallen lassen. Es ging nicht. Die Wachturmgesellschaft musste letzten Endes Stellung beziehen. Am 30.08.1975 fand ein Sonderkongress in Gelsenkirchen zunächst statt. Mr. Frenz versuchte zu retten, was zu retten ist. Ein Mann, der auch dieses Problem rhetorisch löst. Frenz führte dann in einer spannungsgeladenen Atmosphäre einen schwachen Versuch aus, das Jahr 1975 zu stabilisieren. Alles hält den Atem an.
Frenz beginnt. Nun, nach biblischer Chronologie, die wir haben, enden 6000 Jahre Menschheitsgeschichte am Freitag, den 5. September, mit Sonnenuntergang. Das bedeutet, dass mit diesem Zeitpunkt das 7. Jahrtausend oder Millennium des Daseins des Menschen beginnt. Und wir sind entschlossen, fortzufahren, Jehova zu dienen in diesem 7. Jahrtausend des menschlichen Daseins auf der Erde. Beifall brandet auf. Die Zeugen Jehovas haben nicht bemerkt, dass sie einem rhetorischen Trick zum Opfer gefallen waren. Denn der Begriff Millennium steht für das 1000-Jahr-Reich Christi, nicht aber für die Erschaffung des Menschen auf dieser Erde. Hier hat höchstens Mr. Frenz den Geburtstag Adams herausgestellt. Adam am Freitag, den 5. September, mit Sonnenuntergang, Geburtstag festgelegt. 100 Jahre zuvor verkündete Russell in seinem zweiten Band, ist es nachzulesen, in diesem Kapitel bringen wir den Schriftbeweis, dass mit dem Jahre 1872 6000 Jahre der Erschaffung Adams verflossen sind und wir seit dem Jahre 1872 der Chronologie der Zeitrechnung in das 7. Jahrtausend oder Millennium eingetreten sind. Nur 100 Jahre Differenz. Davon weiß die junge Generation der Zeugen Jehovas nichts. Nun, nachdem das Debakel von 1975 bestmöglichst abgedeckt worden war, taucht schon wieder ein neues Problem auf. Die Generation des Ersten Weltkrieges stirbt aus und Harmagedon ist noch nicht da. Was nun? In Brooklyn wird man nervös. Damit kommen wir zum Thema die letzte Generation. Laut Wachturmlehre ist es die Generation, die den Ersten Weltkrieg mit Bewusstsein erlebt hat oder die Zeitereignisse registrieren konnte. Sie wird nicht aussterben, bis Harmagedon vorüber ist, hieß eh und je die Wachturmthese. Das war der Prophetenruf der Wachturmgesellschaft seit etwa 60 Jahren. Nun, wer damals etwa 10 Jahre alt war, während des Ersten Weltkrieges, ist heute 80 Jahre. In Brooklyn wird man nervös. Harmagedon bleibt länger aus, als man erwartet. Vorbeugungsmaßnahmen zur neuen Terminverlängerung sind bereits getroffen. Neues Licht, wie es im Wachturmjargon heißt, ist schon am Horizont sichtbar. Wie alt oder wie lang war eine Generation laut Wachturm 1. August 67, Seite 454? Die Generation, die den Ersten Weltkrieg mit Bewusstsein erlebt, stirbt nicht aus. Der Wachturm 1. März 68 bestätigt dasselbe auf Seite 143. Mit dem Ausdruck Generation ist eine sehr begrenzte Zeitspanne gemeint. Ein Menschenleben etwa von 70 bis 80 Jahren. Innerhalb dieser verhältnismäßig kurzen Zeit muss sich alles abgespielt haben, was Jesus vorhergesagt hat. So war. Gemäß dieser Wachturmbehauptung ist die erste Weltkrieggeneration etwa 10-jährig am Ende. Die 80-Jahr-Grenze ist überschritten und was nun? Die Erwachet-Ausgabe vom 22.10.1984 bringt den ersten Änderungsvorschlag ein. Sie weist demonstrativ auf die wissenschaftliche Definition von Professor R. Wohle. Obwohl die Wachturmgesellschaft sonst sehr eigenwillig war, in ihrer chronologischen Methode nimmt sie jetzt diese Generationsdefinition gerne an. R. Wohle schreibt, eine historische Generation wird nicht durch ihre chronologischen Grenzpunkte oder Linien definiert. Die Erwachet-Ausgabe
wiederholt diesen Text ganz betont und fügt hinzu, die Bezeichnung Generation beziehe sich zwar auf Menschen und Ereignisse, nicht aber auf eine bestimmte Zahl von Jahren. Diese Aussage steht im krassen Gegensatz zu den beiden Wachtum-Ausgaben, die oben erwähnt wurden, von 1967 und 68. Das ist eine ganz neue, völlig neue Version. Das Abschlusszitat aus dieser erwähnten Wachtum-Ausgabe lautet dann: Wenn Jesus den Begriff Generation in diesem Sinne gebraucht und wir ihn auf das Jahr 1914 anwenden, dann sind diejenigen, die damals Babys waren, nämlich nicht mehr 10-jährig, heute 70 Jahre und älter. Seit 1975 sind doch auch schon wieder 10 Jahre vergangen. Dabei sollten keinesfalls Jahre vergehen, höchstens Wochen oder Monate. In Anbetracht dieser Gegebenheiten ist es für die Wachtumführung nicht mehr ganz einfach, den Nimbus des geistigen Kanals Jehovas zu bewahren. Dieser Mythos beginnt langsam Not zu leiden. Schon seit einigen Jahren experimentieren und manipulieren verantwortliche Männer in Brooklyn an einer Generationsverlängerung herum. Raymond Frenz gewährt uns einen Einblick in diese geheimen Manipulationen. In der Sitzung der leitenden Körperschaft ab 7. Juni 1978 wird darüber beraten, dass ein Glied der Leitung in den europäischen Ländern die Auffassung verbreitet hat, der Begriff dieser Generation beziehe sich nur auf eine kleine, auserwählte Klasse unter den Zeugen Jehovas. Diese Auffassung wird in der leitenden Körperschaft abgelehnt. Sitzung am 6. März und 14. November 1979. Es stehen dieselben Fragen zur Debatte. Von wann ab man die letzte Generation zählen soll? Während dieser Sitzung herrscht große Bestürzung unter der Wachturmführung, weil man nicht einer Meinung über diesen Punkt ist. Hier ist folgende Feststellung hochinteressant, die wohl die wenigsten Zeugen Jehovas überhaupt wissen. In einer Zusammenkunft im Februar 1975, wo über das Generalthema 1975 diskutiert wurde, sagte der damalige Präsident North Folgendes: Es gibt Dinge, die ich weiß. Ich weiß, dass Jehova Gott ist und dass Jesus Christus sein Sohn ist. Über andere Dinge bin ich nicht gewiss. Und nun kommt ein Satz, der für Jehovas Zeugen ganz besonders wichtig sein sollte. North fährt fort: 1914, ich weiß es nicht. Wir haben lange über 1914 gesprochen. Wir mögen recht haben. Und ich hoffe, wir haben es. So dachte der dritte Präsident über das Jahr 1914. In einer Sitzung der Wachtturmführung vom 17. Februar 1980 steht wiederum das Thema »Die letzte Generation« zur Debatte. Es wird zur Kenntnis genommen, dass bereits auf der Missionsschule der Zeugen Jehovas, auf der Gilead-Schule, eigene Versionen über die letzte Generation entwickelt werden. Damit wird die Glaubwürdigkeit der Wachtturmtheologie in Frage gestellt. In dieses Drama hinein bringt der Vorsitzende des Schreibkomitees der Wachtturmführung einen ganz neuen Vorschlag. Er lautet: Dass sie das Anfangsdatum nicht auf Menschen von 1914, sondern auf die Generation von 1957 bezöge. Das war ungeheuer. Wieso das denn? Weil das Sputnik-Ereignis auf die letzte Generation hinweise. Es wird für
dafür Matthäus 24, Vers 29 angeführt. Der Vorschlag wird abgelehnt, weil dafür keine Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Die Kopie dieses schriftlichen Antrages des Schreibkomitees ist in dem Buch von Raymond Frenz, Krise des Gewissens, abgebildet. Es müsste aufrichtige Zeugen Jehovas nachdenklich stimmen, dass der sogenannte geistige Kanal Jehovas nach demokratischer Art über geistliche Dinge abstimmt, also doch eben menschlich, sehr menschlich. Jedoch schwerwiegend genug, weil von solchen Entscheidungen menschliche Schicksale mitbestimmt werden. Und noch schwerwiegender ist die Feststellung, hoffentlich wird es Jehovas Zeugen bewusst, dass die Wachturmführung selbst ihren eigenen Prognosen und Hypothesen nicht traut. Sonst hätte wohl der Antrag zur Terminverschiebung der letzten Generation nicht eingebracht werden können. Die Wachturmführung und Leitung ist sich darüber selbst nicht im Klaren. Es wird immer deutlicher, die gesamte Wachturmprophetie ist nichts weiter als ein ausgeklügelter Trick, eine Taktik, um Menschen an sich und ihre Lehren und ihre Interessen zu binden. Wenn Zeitbegriffe, Definitionen und die davon abhängenden menschlichen Schicksale von einer Zweidrittelmehrheit bestimmt werden, dann muss die Führung und Leitung durch Gottes Geist berechtigterweise angezweifelt werden. Wir würden hier Jehovas Zeugen zurufen: Es gibt nur ein Fundament und einen Grund. Der Fels ist der Christus. Wir empfehlen an dieser Stelle das Buch des früheren Mitglieds der Wachturmführung, Raymond Frenz, Krise des Gewissens. Er deckt Hintergründe auf, die in den Sitzungen der Wachturmführung besprochen wurden, sachlich, feinfühlig, ohne Emotionen. Hören wir einige Passagen aus seinem Buch Krise des Gewissens. Er schreibt: Als mir das Thema Chronologie zugeteilt wurde, führte dies gleichsam zu ernsten Fragen. Eine der Hauptlehren der Zeugen Jehovas ist, dass die Bibelprophetie auf das Jahr 1914 hingewiesen habe, als Ende der Zeiten der Nation, nach Lukas 21, Vers 24, und dass in jenem Jahr Jesus Christus seine Königreichsmacht übernommen hätte und unsichtbar für menschliche Augen zu herrschen begann. Er schreibt weiter: Das Anfangsdatum 607 vor Christus wird als die Zeit der Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen Eroberer Nebukadnezar angesehen. Ich wusste, dass dieses Datum 607 nur unseren Publikationen eigen war, aber ich wusste nicht eigentlich warum. Monate an Nachforschungen wurden zu diesem Thema der Chronologie verwandt. Viel Zeit wurde aufgewendet, um für das Jahr 607 vor Christus, das so entscheidend war für die Berechnung des Jahres 1914, in der Geschichte eine Stütze zu finden. Wir fanden absolut nichts zur Unterstützung für das Jahr 607 vor Christus. Alle Historiker verwiesen auf ein Datum 20 Jahre später. Alles verwies auf eine Periode um 20 Jahre kürzer als unsere veröffentlichte Chronologie. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Kommentar. Jehovas Zeugen sollten hier sehr gut aufpassen. Er lautet: Es wurde für die Vorbereitung des Materials für das Buch Hilfe zum besseren Verständnis der Bibel viel Zeit und Raum dem Versuch gewidmet, die Glaubwürdigkeit der archäologischen und historischen Beweise zu schwächen, die unser Datum 607 vor Christus zum Irrtum erklären. Damit kommen wir zu einem Thema,
das bei Jehovas Zeugen ganz besonders hervorsticht, das Zweiklassensystem. Es liegt die Wachturm-Leserfrage vom 1.8.1970 zugrunde. Sie lautet: Ist Christus Jesus nur für gesalbte Christenmittler? Der Wachturm antwortet selbst: Im streng biblischen Sinne ist Christus nur für gesalbte Christen der Mittler. Die große Volksmenge steht nicht in dem neuen Bund mit Christus Jesus. Wer sind die gesalbten Christen? Wer ist die große Volksmenge, die nicht in den Bund mit Jesus Christus hineingenommen wird, die also nicht in Anspruch nehmen kann, durch das Blut Christi errettet zu sein? Die sogenannten gesalbten Christen sind Jehovas Zeugen, die vor 1931 zur Wachturmgesellschaft gestoßen sind und vorgeben, wiedergeboren zu sein. Die Wachturmstatistik beziffert diese Gruppe neuerdings mit etwa 9000 Personen. Das Opfer Jesu Christi findet laut Wachturmlehre nur noch für diese 9000 Personen Anwendung. Mit anderen Worten, kein einziger Mensch auf dieser Erde außer ihnen wird in den Himmel kommen. Das scheint sehr vermessen in Anbetracht der großen Zahl wahrer Christen und christlicher Missionare, die sich auf den Missionsfeldern der Welt bewegen und das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Wen bezeichnet die Wachturmgesellschaft als die große Volksmenge, die in Offenbarung 7, Vers 13 erwähnt wird? Es ist die gesamte Organisation der Zeugen Jehovas, jetzt etwa 3 Millionen Mitglieder, einschließlich der erwähnten 9000 Gesalbten. Wann trat diese große Schar, um im Wachturmjargon zu sprechen, in Erscheinung? 1931, genau zu dem gleichen Zeitpunkt, als das Einsammlungswerk der himmlischen Klasse laut Rutherford, dem zweiten Präsidenten der Wachturmgesellschaft, als abgeschlossen erklärt wurde. Das Ganze war ein sehr geschickter Schachzug von Rutherford. Jehovas Zeugen hören das nicht gern. Dadurch wurde die Wachturmgesellschaft vor einer vorzeitigen Katastrophe bewahrt. Die Wachturmlehre besagt nämlich, dass nur 144.000 Personen in den Himmel kommen. Diese Zahl schien durch das intensive Predigen der Zeugen Jehovas schneller erreicht zu sein, als man angenommen hatte. Was würde geschehen mit den vielen umsatzstarken Betrieben und der lukrativen Verlagsgesellschaft, wenn das Einsammlungswerk als abgeschlossen erklärt werden müsste, bevor das große Völkergericht Harmagedon stattgefunden hätte? Vor allem wäre die Frage zu beantworten: Wo befinden sich die Christen der ersten Jahrhunderte, wenn die 144.000 Könige und Priester allein von Jehovas Zeugen der Neuzeit gestellt würden? Rutherford löst diese Frage 1935 souverän, indem er erklärt bei einem Kongress in New York: Die 144.000 Leibesglieder sind vollzählig, von jetzt ab wird die große Volksmenge eingesammelt. Sie kommt nicht in den Himmel, sondern wird ewig auf einer paradiesischen Erde wohnen bleiben. Ihre Zahl ist unbegrenzt. Jener Gruppe würde denn auch sehr bald erklärt, dass sie nur errettet werden kann, wenn sie in der großen Drangsal eine verdienstliche Tat aufzuweisen hätte. Sie musste etwas leisten für ihre Errettung. Die Gedanken sind dem Wachturmbuch Ewiges Leben in der Freiheit der Söhne Gottes entnommen. Im Wesentlichen Seite 369. Das ist auch der eigentliche Impuls des unermüdlichen Predigens der Zeugen Jehovas. Es ist der Antrieb, der Ansporn und Leistungsdruck zugleich. Ein nie endender Kampf ums Überleben. Man hört das nicht gern. Wenn es jedoch der Wachturmgesellschaft wirklich um Menschenleben ginge, warum lässt sie dann mehr als 50% ihrer getauften Mitglieder wieder laufen, mit der lapidaren Feststellung: Sie waren nicht von unserer Art.
Und damit kommen wir zum Schluss unserer Ausführungen. Die Zunge, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts, nach Jakobus 3, Vers 8. Was will uns Jakobus mit seinen Ausführungen seiner Warnung sagen? Jakobus fährt fort. Mit ihr, der Zunge, loben wir den Herrn und Vater. Mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Jakobus 3, Vers 9. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So wirkt die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib. Sie setzt den Lebenskreis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet. Damit ich nicht missverstanden werde, ich betone ausdrücklich, die Wachturmliteratur und die gehorsamen Verbreiter dieser Schriften sprechen Fluch und Tod aus über alle Personen, die sich dem absoluten Machtbereich ihrer Organisation freiwillig entzogen haben und über alle Menschen, die weltweit sich außerhalb der Wachturmorganisation befinden. Wir weisen noch einmal auf die Wachturmparole hin aus dem Buch »Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben«, Seite 209. Somit ist Satans Welt die organisierte menschliche Gesellschaft, die außerhalb der sichtbaren Organisation Gottes existiert. Damit ist jede Person, die nicht Zeuge Jehovas ist, als ein Anhänger der Organisation des Teufels bezeichnet. Das ist eine sehr schlimme Behauptung, wenn man daran denkt, wie viele Glieder des Leibes Christi, Brüder und Schwestern, dem Herrn dienen und oft ihr Leben einsetzen für das wahre Evangelium. Genauso schlimm ist die Verketzerung all derer, die aus freiem Willen die Wachturmorganisation verlassen haben, weil sie die unchristlichen und unmenschlichen Praktiken nicht länger ertragen konnten. Von 1969-70 bis 1980 haben etwa über 1 Million Aussteiger die Organisation der Zeugen Jehovas verlassen. Das ist etwa ein Drittel der jetzt vorhandenen Wachturmorganisation. Und gerade ihnen hängt die Wachturmgesellschaft Verleumdung und Schmährede an, die einem Fluch gleichkommt. Sie werden für tot erklärt. Wir zitieren hier ein Begriffslexikon, Brockhaus Verlag. Es schreibt über den Begriff Fluch. Unter dem Leitwort Fluch sind all diejenigen Vokabeln zusammengefasst, deren Sinngehalt darin besteht, dass Menschen durch den Gebrauch von Worten, also nicht durch andere Gewaltanwendung, Schaden zugefügt wird. Seine Erscheinungsformen reichen vom Anzweifeln der Redlichkeit des anderen über die üble Nachrede und das bewusste Herabsetzen, das Schmähen und Beleidigen bis hin zum eigentlichen Verfluchen. Ist das Verhalten oder die angeordnete Verhaltensweise der Zeugen Jehovas in diese Denkkategorie aufzunehmen? Wir sagen ja. Warum? Ein Beispiel. Wenn ein Glied der Wachturmorganisation erkennt, dass es einer unbiblischen Lehre, einer falschen Botschaft zum Opfer gefallen ist und daraufhin die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas freiwillig verlässt, dann wird in seiner Versammlung bekannt gegeben, dass diese Person gemäß 2. Johannes Vers 10 und 11 zu behandeln ist, nach Wachturm vom 1. Juli 84, Seite 32. Der Vers 11 heißt bekanntlich, denn wer ihn grüßt, der macht sich mitschuldig an seinen bösen Werken. Das ist Verleumdung und üble Nachrede. Welche weiteren Auflagen werden den Verkündigern der Zeugen Jehovas gemacht? Die Anweisung nehmen wir dem Wachturmbuch »Organisiert unseren Dienst durchführen«. Sie lauten sinngemäß, wenn jemand freiwillig die Wachturmorganisation verlässt, man nennt das Aufgabe des Christseins, dann ist er genauso zu betrachten wie jemand, der ein Übeltäter ist. Entnommen Seite 149 bis Seite 150 und
Seite 147. Das Buch betont auf Seite 147 ausdrücklich, dass die treuen Glieder der Versammlung ihn, den Ausgeschlossenen, gemäß 1. Korinther 5, Vers 11, zu betrachten haben. Nach dieser Bekanntgabe ist Gerüchten Tür und Tor geöffnet. Schmähungen und Verleumdungen nehmen ihren Lauf und die Realität des Fluches bekommt der Aussteiger sehr wohl zu spüren. Wenn sich etwas Ähnliches in einem Familienkreis ereignet, bekommen die Familienglieder des Ausgeschlossenen die Auflage, sich diesen sogenannten göttlichen Gesetzen absolut zu unterwerfen. Das bedeutet, die Familie hat den Abtrünnigen der Wachturmorganisation von nun an nach 1. Korinther 5, Vers 11 als einen unzüchtigen, geizigen Götzendiener, Lästermaul, Trunkenbold oder Räuber anzusehen. Er wird von seinen eigenen Familienangehörigen für tot erklärt. Er muss nun sein Mittagsmahl getrennt von seiner Familie einnehmen. Die Familienglieder müssen sich den Anweisungen der Wachturmorganisation bedingungslos unterordnen, um nicht selbst einen Gemeinschaftsentzug zu bekommen. Die menschlichen Beziehungen hören auf, auch im Familienkreis. Und hier wird die Realität des Fluches offenbar. Die Schmährede und die Verleumdung bringen den Betroffenen in schwerste seelische Komplikationen, in Depressionen. Sie führt ihn zum völligen Zerbruch, zur Frustration. Im Wachturmjargon sagt man heute bei dem Ausschluss eines Zeugen Jehovas, er ist geistig getötet oder für tot erklärt. Für Familienglieder kann das zu einer wahren Tortur werden. Ich möchte dazu eine persönliche Erfahrung berichten. Im Zuge unserer Missionsreisen besuchten wir ein junges Ehepaar, welches die Wachturmorganisation auf eigenem Wunsch verlassen hatte. Die Eltern des jungen Mannes sind noch Zeugen Jehovas, wollen aber trotz Drohungen wegen Gemeinschaftsentzug mit ihren Kindern Kontakt pflegen. Das Versammlungskomitee schritt ein. Man versuchte den Eltern klarzumachen, dass ihre Kinder in Jehovas Augen tot sind und sie diese Einstellung respektieren müssen und ihre Kinder in ihren Herzen ebenfalls für tot erklären sollten. Der Mutter kamen die Tränen in die Augen, als sie mir sagte, ich kann doch meinen Sohn nicht für tot erklären, warum denn? Der Versammlungsälteste der Zeugen Jehovas bestand darauf und sagte, wenn sie das nicht könne, dann solle sie Jehova um die nötige Kraft dazu bitten. Meine lieben Freunde, hier erübrigt sich jeder Kommentar. Wir erwähnten vorhin, dass in den Jahren 1970 bis 1980 über 1 Million Zeugen Jehovas die Wachturmorganisation verlassen haben. Das ist ein Drittel ihrer jetzigen Gesamtzahl. Möchten Jehovas Zeugen im Ernst behaupten, dass diese Aussteiger alles Hurer, Unzüchtige, Götzendiener, Trunkenbolde oder Räuber waren? Unter dem Leitwort Fluch stand in dem erwähnten Bibellexikon auf Seite 352: Der Fluch nun ist eine zerstörende Macht, der Verfluchte ausgeliefert wird. Dieser Wirkung sind alle Aussteiger der Zeugen Jehovas mehr oder weniger ausgesetzt. Der Schlusskommentar des Buches dazu sagt, ein unmotivierter bzw. ungerechter Fluch fällt normalerweise auf den Urheber zurück. Damit möchten wir unsere Ausführungen beenden.